Sepp Weiler, Deutschland, steht die weitesten Sprünge. Aber der Davoser Andreas Descher wird mit seinen schönen Leistungen den dritten Platz gewinnen. Während sein Clubkamerad Georg Keller Zweiter wird. Sepp Weiler ist wie in Lenzerheide und Arosa auch hier überlegen und beendet das Treffen auf der Wolgenschanze als Sieger. Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf. Zum 11. Mal messen sich in Davos die 110 besten Konkurrenten aus 14 Nationen in einem Sport, der zu den schönsten zählt, die es gibt. Im Paarlaufen haben die Schweizer Monique Matthies und Yves Ellig aus La Chaux-de-Fonds keine Medaillenchancen, erobern sich aber mit einer eleganten Kür einen guten 8. Platz. Im 100 Meter Rückencrawl startet der Europa-Hochschulmeister Gericke als Favorit. Aber nach der Wende ist er seines Sieges noch keineswegs sicher. Der neben ihm schwimmende Basler Burggraf liegt in überraschender Weise in Führung. Bis Gericke im Endspurt den Kampf für sich entscheidet. Im 1500-Meter-Lauf sehen wir den Norweger Scheuen im Kampf mit dem Holländer Van der Grift. Der Bahnwechsel, den die Läufer vollziehen müssen, lässt eine Zeit lang Scheuen als den schnelleren Mann erscheinen. Aber Van der Grift holt auf, hält seinen Sprint durch und schlägt Scheuen um Sekunden. Er wird im Gesamtklassement Zweiter hinter dem Norweger Sandholt.